unglaublich spektakuläre Fußballtricks. Da kann sich bestimmt der ein oder andere Nationalspieler noch wirklich eine Scheibe von abschneiden. Sinan Öztürk, er ist Fußballvirtuose, so möchte er sich selbst auch, also nennt er sich selber. Hallo Sinan, erstmal schön, dass du die Zeit für uns gefunden hast und dass du auch gleich deinen Fußball mitgebracht hast. Gerne. Wie viele Stunden trainierst du so am Tag? In der Regel, wenn ich keinen Auftritt habe, sind schon durchschnittlich 6 Stunden. Okay. Und wie lange hat es so gedauert, bis du so gut warst wie jetzt? Also, ich habe Mitte 2008, wenn auch spät, entdeckt, dass es in höhere Gefilden punkto Fußball nicht reicht. Und da habe ich halt, wie gesagt, Mitte 2008 auch zeitgleich andere Artisten entdeckt, gedacht, das ist es wohl, was mir liegt. Und 2009 an bin ich fast jeden Tag am Trainieren. Okay, und die erzählen bestimmt, wenn das ganz viele Jungs sind, die denken bestimmt, oh, sowas kann ich auch. Was rätst du denen, wenn die jetzt damit anfangen wollen? Wie wird man so ein Fußballvirtuose wie du? Viel trainieren und vor allem regelmäßig. Sprich, wenn du einen Tag in der Woche 10 Stunden trainierst, bringt das nicht so viel, wie wenn du, auch wenn es von der Summe ja schon klar ist, wenn du 7x6 Stunden oder 7x5. Also jeden Tag auf jeden Fall ein paar Stunden Zeit investieren. Jeden Tag. Kannst mal einmal die Woche meinetwegen entspannen, aber irgendwie einmal die Woche oder so bringt nicht viel. Okay, das heißt, du gehst dann raus, wie muss ich mir das vorstellen bei dir? Du gehst raus und übst ein paar Tricks oder wie sieht genau, das aus? So ist es zumindest zu Anfang gewesen. Nach einer Zeit konnte ich halt Verbindungen aufbauen zu Vereinen, Privatpersonen, die gesehen haben, dass ich das alles ernst nehme und die vertrauen mir halt Schlüssel an, die jeweiligen Räume. Ja. Und also macht dir, man merkt schon, es macht dir auf jeden Fall mehr Spaß, als einfach nur Fußball zu spielen? Auch und weil mir Fußballspielen ja auch nicht so liegt. Wieso nicht? Also in dem Sinne nicht, dass ich mich da hätte großartig noch steigern können. Man merkt auf jeden Fall, du bist einer, der mit Leidenschaft dabei ist und hältst du noch durch? Ja. Okay, wir sind nämlich auch schon am Ende. Vielen Dank, Sinan. Ja, sehr interessant. Ich glaube, da kann ich ja gleich mal anfangen, meine Fußballschuhe rauszuholen, gleich morgen. Und ja, wenn ihr das auch machen wollt, wie gesagt, regelmäßig, das ist wichtig. Und damit verabschiede ich mich. Danke.